Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man eine funktionierende Dusche bauen kann. Und die seht ihr hier. Sieht aus wie eine Dusche und funktioniert auch genauso. Ihr könnt da einfach reingehen, über den Abfluss, den Knopf drücken. Und dann fängt es an zu duschen, quasi. Also, ne, wie nennt man das? Zu regnen, was auch immer. Und wenn ihr dann den Knopf nochmal drückt, dann hört es auf. Ihr könnt rausgehen und euch abtrocknen. Die Dusche ist ziemlich leicht zu bauen. Ich zeige euch mal das Redstone, was ihr dafür bauen müsst. Das ist nicht besonders viel, aber es funktioniert ziemlich gut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Tutorial an. So, das erste, was wir bauen, ist die Duschwanne quasi. So machen wir dafür hier eine Ecke aus Quarz Treppen. Also wie gesagt, ihr müsst natürlich wie immer nicht Quarz benutzen, aber ich finde es einfach gerade im Badezimmer auch am passendsten. Und das Ding, was hier noch frei ist, dann macht ihr die Quarztreppe andersrum, das ist jetzt quasi so der Eingang hier hin. Und was ihr dann macht, ist hier vorne den Abfluss, und zwar machen wir den ein tiefer, das ist wichtig. Jetzt habe ich das Ding da verloren, so. Und zwar muss der auf dieser Ebene sein, das ist wichtig, weil wenn ihr ihn quasi da übermacht, also dass das nicht genau auf Bodenebene ist, sondern so ein paar Pixel drüber, dann würde das Wasser nämlich rauslaufen. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Also wenn ich das jetzt hier drüber mache und dann den Knopf drücke, dann fließt das Wasser nämlich raus und zerstört hier alles. Das wollen wir nicht. Oder vielleicht wollt ihr das, dann könnt ihr das natürlich machen, aber ich will es jetzt mal in diesem Fall nicht machen. So. Also einfach auf Ebene vom Boden, so wie das hier ist. So, das am besten. Und dann placet ihr hier noch einen Halbstein hin. Und das war eigentlich die Duschwanne soweit. Dann machen wir hier nochmal mit White Stained Glass diese Sichtschutzdinger, Bummer, ich weiß nicht, wie man die nennt. So, und an die Decke machen wir dann nochmal so eine kleine Umrandung, auch mit den Stufen wieder. Und was wir dann machen, ist, wir platzieren hier an die Decke einen Dispenser mit dem Loch nach unten. Das ist jetzt quasi so das, der Wasser, keine Ahnung, wie man das nennt, ich weiß actually gar nicht. Und dann machen wir da noch einen Quarzblock hin. Und dann ist eigentlich die Dusche soweit fertig. Wir machen jetzt hier nochmal einen Knopf hin, da kommt dann das Signal her. Und dann kümmern wir uns jetzt, denke ich mal, darum. So. Also hier kommt das Signal raus aus diesem Block. Das bedeutet, wir machen hier eine Redstone-Fackel hin. Und wenn wir die jetzt quasi drücken, dann geht sie aus und sendet ein Signal hier oben hin und sorgt dann dafür, dass diese Fackel angeht. Und das ist eigentlich alles, was wir wollen. So, wir können dann nochmal einen Block hin machen und machen dann hier Redstone hin. Und müssen jetzt hier immer ein bisschen freiräumen und finden dann hier den Dispenser. Und da lassen wir das jetzt einfach hinlaufen. So. Und wenn wir jetzt den Knopf drücken, dann wird der Dispenser ausgelöst. Also müsste zumindest funktionieren. Wir nehmen uns dann einen Wassereimer und stellen den da oben rein. So, zack. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, müsste es funktionieren. Ja, wunderbar. Und wenn ich ihn jetzt nochmal drücke, dann sammelt der Dispenser das Wasser wieder ein mit dem leeren Eimer. Und die Dusche funktioniert. Ja, war ziemlich einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Dusche in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Dusche. Haut rein und ciao.